Das Gebäude von der Uni ist gefühlt kleiner als das Gebäude vom College und in meinem College passen nicht 2000 Leute rein, oder? Moin und herzlich willkommen zurück zur City Skylines 2, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal das Viertel im Krankenhausgebiet ausgebaut und ich habe da jetzt noch mal ein bisschen mehr noch hingepflanzt. Wir sehen dichte Wohngebiete hier, die dichte habe ich da aufgezogen, dichte Gewerbegebiete. Egal wie dicht du bist, Spielbärs Wohn- und Gewerbegebiete waren dichter. Und das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind auch wieder kurz vor dem Aufstieg in eine neue Stadtstufe. Und da kriegen wir natürlich auch wieder sehr viel Geld. Da können wir uns dann tatsächlich auch mal eine Universität in die Stadt stellen. Das wäre auch mal gut, weil wir haben nämlich jetzt mittlerweile schon in unseren Bürogebieten die ersten Tech-Firmen tatsächlich. Wenn wir uns das hier mal angucken. Telekommunikation, Software, Elektronik, lauter saubere Industrien, die natürlich auch ordentlich Geld in die Kasse spülen. Wir sehen das jetzt hier auch. Wir sind tatsächlich im Plus, meine lieben Freunde. Das kommt aber nicht nur durch die Softwarefirmen zustande, sondern das kommt natürlich auch zustande durch die Überschüsse, die wir jetzt erwirtschaften aus dem Export von Kohle und Öl. Ich bin so dreckig unterwegs, meine lieben Freunde, dass ich hier einfach mal dieses riesige Ölfeld noch mit angeschlossen habe. Und das produziert jetzt natürlich ordentlich Öl. Die Ölproduktion wird nicht gestoppt. Und dadurch, dass das auch relativ nah an der Stadt ist, haben wir da auch ausnahmsweise mal genug Arbeitskräfte tatsächlich. Nicht schlecht. Und das sieht sehr gut aus. Das steigt jetzt hier natürlich auch. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Öl nicht nur aus dem Boden gepumpt wird, sondern im Grunde eigentlich direkt in die Bottomline fließt, ja. Also das fließt aus der Erde direkt ins Konto rein. Ja, das ist quasi hier Petrodollar, meine lieben Freunde, vom Pedro. Der kommt vorbei und liefert die Dollar ab. Nicht schlecht. Und so ist das und so wird das immer sein. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns City Skylines 2 reinziehen mit Petrodollar und allem, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir hier schon so langsam, aber sicher uns in die in das Gebiet der chinesischen Geisterstädte bewegen. Wenn ich mir hier diese Gebäude so angucke, wie das aussieht, es hat so ein bisschen was von diesen chinesischen Geisterstädten, die sie wieder abreißen mussten, weil da keiner wohnt. Definitiv. Also so langsam verlassen wir unser nettes, idyllisches Gebiet, aber wir haben auch gerade irgendwie hier wieder so ein kleines Problem mit den Kunden. Und das, obwohl die Gewerbenachfrage hoch ist. Das checke ich immer nicht so ganz, muss ich sagen, woran das liegt. Vielleicht müssen wir da mal wieder ein bisschen ausdünnen. Oder die Zonendichte erhöhen, weil anscheinend ist ja die Nachfrage nach hoher Dichte und nicht nach geringer Dichte. Aber die hohe Dichte erhöht natürlich auch wieder das Verkehrsaufkommen, weil die hohe Dichte ist natürlich dichter als die geringe Dichte. Ich glaube, ich mache die geringe Dichte hier jetzt einfach mal weg. Wobei da eigentlich ist da ja auch nicht grün, ne? Warte mal, wir müssen das, glaube ich, nochmal alles wegmachen hier tatsächlich. Reiß mal hier die Shops nochmal ab, alle. Wir müssen hier drüben... So müssen wir das machen. Hier, wo es noch halbwegs grün ist, müssen wir jetzt die hohe Dichte verteilen. Hier so. So. Und hier drüben machen wir lieber noch Wohngebäude hin. Da haben wir ja noch mittlere Dichte als Nachfrage. Da machen wir da die mittlere Dichte für die Wohngebiete, genau. Und dann müsste sich das so ein bisschen ergänzen gegenseitig eigentlich. Oder einfach generell noch mehr Parks bauen. Das habe ich übrigens auch gemacht. Um die Attraktivität der Stadt noch ein bisschen zu vergrößern, habe ich noch ein paar Parks gebaut. Ein großer Platz vielleicht noch. Hier direkt bei der Dings. Da machen wir lieber einen kleinen Platz. Machen wir mal da in die Ecke mal einen kleinen Platz. Dann wertet das hier die Gegend noch ein bisschen auf. Was zum Teufel? Ich glaube, das war ein Flugzeug. Ich hoffe, es war ein Flugzeug. Machen wir mal hier auch noch einen kleinen Platz. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das müsste auch eigentlich das Wohlbefinden steigern. Und vielleicht, warte mal, hier haben wir jetzt noch einen großen Parkplatz auch. Die Parkgebühren musst du anheben, Spielbär, wenn du schon einen großen Parkplatz baust. Wie sind die denn hier? Wohlhabende Leute wohnen da. In solchen Gebäuden wohnen wohlhabende Leute, ja? Vermögen bescheiden. Okay, die hier vorne sind eher bescheiden. Die hier hinten sind wohlhabend. An der Straße wohnen die bescheidenen Leute. Okay, weißt du Bescheid?
Wir haben gerade wieder eine Nachfrage nach mittlerem Wohnraum. Dann sollten wir das doch mal hinkriegen hier, dass wir mal wieder ein bisschen mittleren Wohnraum verteilen, ist jetzt die Frage. Vielleicht mal tatsächlich die dünne Besiedlung langsam auch mal rausnehmen. Das ist ja auch eigentlich mal eine Idee, dass wir vielleicht ein bisschen was auch ersetzen. Hier ist ja noch dünn besiedelt. Man könnte das hier einfach mal löschen. Und auch einfach mal abreißen. Nicht wahr? Und dann hier vielleicht lieber Reihenhäuser noch aufbauen. Diese Reihenhäuser, die da wahrscheinlich sogar auch ein bisschen sich besser ins Stadtbild einfügen. Dann befriedigen wir nämlich diese Nachfrage und damit haben wir gleich direkt den Kleinstadtstatus. Nicht schlecht. Und da können wir gleich mal gucken. Haben wir die Universität jetzt eigentlich schon schräg gefaltet? Ja, die war schon schräg gefaltet. Und dafür müssten wir doch jetzt eigentlich genug Geld haben. 3,2 Millionen. Junge, Junge, mit unseren Petrodollar wuppen wir das. Ich glaube, ich werde diesen Platz gleich noch ein Stück rüberschieben, hier einen Kreisverkehr machen, sodass wir dann hier drüben das Universitätsgelände aufziehen. Dann ist das auch relativ nah dran an dem Tech-Hub, den wir hier haben und auch an unserer Industrie. Kann man, glaube ich, ganz gut machen an der Stelle. Und vielleicht da auch gleich mit einer großen Straße das machen? Dass wir hier vielleicht die Straße haben. Was war das hier? Das war die Feuerwache. Können wir die mal verschieben nochmal? Ich möchte die gerne mal vielleicht eher hierhin machen. Genau. Und dann hier die Straße noch upgraden. Die Straße mal noch verbreitern. Da können wir nämlich eine sechsspurige draus machen. Weil die Uni wird wahrscheinlich das Verkehrsaufkommen nochmal deutlich erhöhen. Ah ja, das war ja hier das Ding mit der Straße. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber hier hätte ich vielleicht auch gerne noch eine breitere Straße eigentlich. Egal. Warte. Schieb mal hier das Ding noch ein bisschen rüber. Der Dingensbummens. Genau. Den Park. Können wir jetzt hier die. Ich möchte wenigstens das Stück hier wenigstens noch upgraden. Okay, das geht auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier das Ding zu verschieben. Ich meine, das könnte man auch verschieben. Das könnte man halt hier hin machen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das ist halt das Straßenbahndepot, ne? Ich traue mich da irgendwie nicht. Bei diesen Gebäuden traue ich mich nicht so wirklich, sie zu versetzen. Da habe ich Angst. Egal. Wir machen hier jetzt einfach mit der Straße jetzt weiter. Was soll der Geiz? Mit der mittleren Straße. Hier schön so von der Mitte. Und dann machen wir da in die Mitte dann einen Kreisverkehr. Dann passt das. Ist egal. Kreisverkehr, Kreisverkehr. Mach mal einen schönen großen Kreisverkehr. Vielleicht noch einen größeren. Mach mal einen richtigen großen Kreisverkehr dahin. Genau. Dann braucht man da auch keine Ampel und so. Dann können die da einfach durchrauschen. Und dann ist da an der Stelle der Verkehrsfluss gegeben. Sollte eigentlich so passen, würde ich sagen. Genau. Und dann machen wir jetzt hier das Unigelände. Ich will jetzt die Universität bauen. Die ganze Zeit rede ich schon davon, dass ich die Universität bauen wollte. Speichern soll ich. Ja, das ist eine gute Idee, vor dem Bau der Universität zu speichern, denn es stürzt bei solchen Gebäuden gerne mal ab. Und gerade die Universität ist ein ziemlich großes Gebäude wahrscheinlich. Einen kleinen Crash später, meine lieben Freunde. Nein, eigentlich genauer gesagt waren es gefühlt 5 oder 6 Crashs später, habe ich die Uni jetzt einfach mal platziert. Und da können jetzt wie viele Leute rein? 2000 Leute in dieses kleine Uni-Gebäude? Okay. Das Gebäude von der Uni ist gefühlt kleiner als das Gebäude vom College. Und in meinem College passen nicht 2000 Leute rein, oder? 1500 passen nur ins College. Das ist ja hochinteressant. Wie machen die das? Stopfen die Leute? Stapeln die Studenten in der Universität übereinander? Oder was machen die da? Das ist ja der Wahnsinn. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man die Uni auch noch erweitern. Da traue ich mich jetzt aber nicht, weil immer, wenn ich da irgendwas mache, dann crasht das direkt. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Uni ist am Start und das sollte jetzt erstmal funktionieren. Genau. Eine Fernuni. Ja, wir müssen mal gucken. Da müssen wir jetzt natürlich dann auch öffentliche Verkehrsmittel hinziehen. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder Staus. Da staust du was. Vielleicht mal hier noch die Straßen noch erweitern. Das ist doch auch mal eine Idee. Wir haben ja jetzt auch hier die großen sechsspurigen Straßen. Hier aktualisiere das mal. Genau. Mach das mal hier. Dann geht zwar hier ein bisschen. Dann freuen sie sich nicht mehr ganz so, weil da jetzt natürlich da ein bisschen Platz weggeht. Aber so ist das halt. Guck mal, hier ist ja auch gleich der Übergang zur Autobahn. Können wir das gleich mal machen?
Gleich mal den Übergang zur Autobahn hinbauen. Nur die Wende da ist ein bisschen komisch. Aber gut, dann haben sie auch gleich einen Wendekreis, wo sie gleich wenden können. Müssen wir mal gucken. Kann ich eigentlich schon Autobahnen? Genau, Autobahnen. Schnellstraßen, stimmt. Das müsste ich mal Schreifhalten. Wir haben ja jetzt Punkte zum Schreifhalten. Und warte mal, was haben wir denn? Schnellstraßen. Genau, lass das mal machen. Weil dann können wir nämlich auch Auffahrten und so machen. Hoffe ich zumindest. Und was haben wir denn noch Schönes? Ach ja, genau, Atomkraft wollten wir ja auch noch bekommen. Das kriegen wir jetzt aber nicht. Da reichen unsere Punkte nicht aus. Wir brauchen für die Atomkraft alleine schon 8 Punkte. Dann schalte ich jetzt mal die Kohlekraftwerke frei. Grüße gehen raus an Habeck. Und dann machen wir vielleicht noch die... Was können wir denn noch machen? Jetzt haben wir noch 5 Punkte übrig. Ah ja, Recyclingzentrum muss ich auch noch aufbauen. Stimmt, stimmt. Eine technische Universität. Stimmt, wir können noch Spezialuniversitäten noch entstehen lassen. Technische Universität bietet technisch orientierten Personen eine akademische Ausbildung an. Erhöht die Effizienz von Bürofirmen und Industriegebieten. Ja, das ist, klingt doch gut eigentlich, ne? Das können wir doch eigentlich auch machen. Jetzt, wo wir schon zur Universitätsstadt geworden sind. Dann haben wir jetzt noch 3 Punkte übrig. Polizeihauptquartier könnte man machen. U-Bahn. Große Parks, da fehlen uns leider die Punkte. Leider fehlen uns für die Serverfarm und die Telekommunikationstürme. Die großen fehlen uns leider auch nochmal 4 Punkte. Da muss der Netzausbau wohl wieder hinten anstehen tatsächlich. Jetzt hast du eine Ampel auf der Autobahn. Hab ich? Oh ja, warte, da müssen wir die Ampel wegmachen. Aber gut, ich meine, die Autobahn wirkt jetzt nicht so, als wäre sie sehr dicht befahren. Wir können ja erstmal abwarten, ob da überhaupt ein Stau entsteht oder nicht. Vielleicht entsteht da ja auch gar kein Stau, dann ist es ja egal. Viel wichtiger wäre eher, was hier im Industriegebiet abgeht. Das sieht mir hier eher aus, als wenn wir da Bedarf hätten nach Kreisverkehren. Vielleicht wäre es aber auch noch schlau, diese Straße vorher nochmal zu erweitern. Ich glaube, das machen wir mal noch. Dann können wir nämlich da oben dann Kreisverkehr setzen. Oh, ich dachte gerade, es stürzt wieder ab, aber alles gut, es war nur der Autosave. Überlappende Gebäude, genau, nee, alles gut. Guck mal, so machen wir das jetzt. Sehr gut, dann haben auch unsere Öffis wieder ein bisschen mehr Platz, um da zu fahren, genau. Sehr schön, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Und dann machen wir hier jetzt einen Kreisverkehr hin. Oder warte, wir machen diese Nebenstraße erstmal weg. Die brauchen wir gar nicht, sehe ich gerade. Und dann machen wir da mal einen Kreisverkehr. Ruhig einen etwas größeren. Ah, okay. Was ist das hier? Die Chemieanlage. Mittlere? Geht das? Das geht. Okay, dann machen wir das. Hauptsache Kreisverkehr. Das ist hier an der Stelle schon nicht schlecht, glaube ich. Dann verteilt sich das schön. Und die Uni ist ja da auch direkt daneben. Genau. Ah, wir haben auch wieder eine Nachfrage nach Büroimmobilien. Das können wir gleich mal befriedigen. Oh, wir haben jetzt auch die Bürotürme mit hoher Dichte. Die dichte Dichte haben wir jetzt. Ja, dann mach mal hier vorne gleich die dichte Dichte. Oh, da ist auch gleich... Oi, 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 oi. Oh, wir haben den ersten Bürowolkenkratzer, meine lieben Freunde. Was ist das? Unternehmen keine. Na, gucken wir mal. Wir haben auch hier direkt wieder eine hohe Nachfrage nach Gewerbe, nach Kommerz. Da müssen wir natürlich wieder aufpassen. Was waren das hier eigentlich alles für Gebäude hier vorne? Was ist denn das? Ach so, das ist das Busdepot. Hm, das könnte man aber wirklich mal woanders hin machen. Das brauchen wir nicht unbedingt da. Das kann ja überall stehen prinzipiell. Das können wir mal hier in die Nähe vom hier vom Dings machen. Vom Ölförderdings. Guck mal hier, das ist doch gut. Machen wir es mal dahin. Dann stört das hier nicht. Das sind hier nämlich Filetgrundstücke hier an der Stelle. Die möchte ich gerne haben. Und so werden die öffentlichen Verkehrsmittel wieder weggeschoben, beiseite geschoben. Guck mal, hier, dann haben wir nämlich hier gleich nochmal die breitere Straße. Das war nämlich hier so ein bisschen so Nadelöhr. Hey, ich finde das immer lustig, wie die sich dann immer hier neu ordnen müssen jedes Mal. Wenn du dann die Straße verbreiterst, das ist immer echt der Hit. Genau, weil dann ist nämlich hier, seht ihr das? Dann ist nämlich die Straßenbahn getrennt von den Spuren. Und das ist schon relativ wichtig. Das führt auch dazu, dass die Straßenbahn natürlich besser durchkommt dann, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier sind bei den Stationen, sind dann gleich hier so in der Mitte dann die Stationen. Das ist schon nice. Das passt sich automatisch auch an.
Nice, nice. So, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass wir hier jetzt ein bisschen noch Gewerbe bauen mit hoher Dichte. Denn das ist hier nämlich sehr stark nachgefragt in dieser Gegend. Vor allem hier vorne. Können wir eigentlich bis hier drüben rangehen eigentlich. Das sieht sehr, sehr gut aus. Denn in der anderen Ecke der Stadt hier, da sieht das irgendwie alles ein bisschen. Das sieht ein bisschen runtergekommen aus hier. Wir haben hier ein bisschen einen Kundenmangel, so ein bisschen. Kann dran liegen, dass wir vielleicht jetzt noch mehr Wohngebiete mit hoher Dichte brauchen. Die Tramstation in der Mitte hat aber keinen Überweg. Pass auf, die Leute, die müssen das dann so machen. Die müssen die Indiana Jones Melodie pfeifen und dann schnell über die Straße rollen mit so einer Rolle. Und die Daumen drücken dabei, dass kein Auto kommt. Und dann klappt das schon, ja. Ich glaube fest daran, dass meine Leute das können. Deswegen Sport ist ganz wichtig in dieser Stadt. Sorgt dafür, dass die Lebenserwartung steigt. Meine Stadt ist total super. Siehst du, ich tue was für die Fitness meiner Bürger. Alter, werden immer mehr Türme hier, Bohrtürme. Nicht schlecht. Wie sieht's denn da eigentlich jetzt aus? Genau. 97% Effizienz. Unternehmen Lopo. Das Lopo. Ölförderunternehmen. 160, jawohl. Siehst du, mit fossiler Energie und Tech-Firmen Hand in Hand gehen wir gemeinsam in die Zukunft. Eine grüne Zukunft. Denn, meine lieben Freunde, grün ist vor allem mein Bankkonto und das soll gefälligst auch so bleiben. Nicht wahr? Hier, guck mal. Schöner Exportüberschuss beim Öl und bei der Kohle. Nice. Wie sieht es eigentlich beim Erz aus? Beim Erz, ja, da könnte man auch noch mal was machen. Das ist auch langsam ganz schön weit ansteigend. Wie sieht's denn da aus? Wo haben wir denn noch Erze? Ich mache keine Scherze, ich brauche mehr Erze. Da oben in der Ecke, okay. Da drüben auch. Und da unten noch ein bisschen was, okay. Ja, da könnte man vielleicht noch ein zweites Unternehmen hier unten noch hinstellen. Aber dann ist da auch langsam Ende mit Erzgelände. Da müsste man sich langsam mal eine neue Quelle erschließen. Hier ist eine ziemlich nah dran. Die ist auch eigentlich recht nah. Da braucht man eigentlich nur zwei Felder. Könnte funktionieren. Warte mal. Geh mal hier rein. Ja, genau. Da braucht man eigentlich nur die zwei Felder. Wie viele Felder haben wir denn? 42. Na komm, da machen wir das jetzt. Kaufen. Sie wollen kaufen. Und dann müsste man natürlich auch eine Brücke auf die andere Seite bauen an der Stelle. Wir haben ja hier eh noch die Straße noch gar nicht durchgezogen. Das wäre doch mal eine Idee. Dass man mal vielleicht einfach. Vielleicht die Straße hier unten drunter durchziehen, so als Strandstraße oder als. Ja, als Straße für. Was ist denn das eigentlich? Fünfspurig? Ja, das ist fünfspurig. Warte. Jetzt hat er hier irgendwie schon was gemacht. Genau, dass wir die so hier unten lang führen. Geht das? Ja, guck mal, das geht. Hervorragend, genau. So als kleiner Damm auch. Und dann können wir die andere ja als Brücke da jetzt nach oben ziehen. Ist jetzt zwar nur eine normale Straße, aber wir müssen ja da hinten jetzt noch nicht viel hin transportieren. Das geht ja eigentlich. Genau, wenn wir jetzt das einfach. Guck mal, das ist sogar schon erhöht an der Stelle. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Zwei Einheiten nach oben. So. Nochmal gucken. Da ist er, genau. Ja, dann zieh das ruhig noch ein bisschen näher ran und dann so ein bisschen so. So. Und dann bauen wir hier jetzt das Bergwerk hin. Bäm. Und da haben wir nochmal Erzproduktion. Nice. Schön hier am Berg. Oh, da sieht man auch mal was tatsächlich. Guck mal, das ist so ein Minenschacht anscheinend, den sie da gebaut haben. Nicht schlecht. Sauber, sauber. Kanalanschluss und Strom nicht vergessen. Strom, stimmt. Da müssen wir mal wieder gucken. Wie sieht's denn da aus? Ja, da könnte man. Kann man nochmal einen Zusatzgenerator anbauen? Zusätzliche Turbine, ja, das geht. Oh, da muss ich vorher wieder abspeichern. Sonst haben wir da gleich wieder ein Problem. Da müssen wir auch mal gucken, wo wir die dann aufbauen. Ob das auf dem Gelände vom Kraftwerk ist. Das hat anscheinend schon Strom hier hinten. Und Abfluss. Anscheinend hat die Brücke. Warte mal, die Brücke hat anscheinend. Hat anscheinend eine Leitung drinne, warte mal. Ja, guck mal, diese Brücke hat wieder eine Leitung drinne. Die andere hat keine Leitung drin. Auch interessant eigentlich. Aber naja, haben wir ja dann. Nicht schlecht. Genau, stimmt, das war keine Brücke. Das ist ja eine erhöhte Straße eigentlich. Die erhöhte Straße hat
Leitungen intus und die Brücke nicht. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen unlogisch, ne? Aber okay. Also die Brücke hat keine Leitungen drin. Und die erhöhte Straße hat Leitungen drin. Naja, so ist das halt. Genau, ich wollte jetzt noch etwas. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach ja, genau, ich wollte wegen dem Gaskraftwerk nochmal gucken. Ich speichere da vorher mal. Ich ahne schon, dass das wieder nicht unproblematisch sein wird. Das hängt ganz davon ab, ob man das als Extragebäude dran bauen muss, die Turbine, oder ob das auf dem Gelände passiert, glaube ich. Okay, das ist auf dem Gelände. Dann machen wir gleich noch eine Zusatzturbine. Das ist eine weitere Dings gewesen hier, weitere Halle. So, jetzt haben wir da einen stärkeren Output wieder. Das bedeutet, wir exportieren damit auch wieder mehr Strom, oh, nicht wahr? Nicht schlecht. Na, so ein Gaskraftwerk ist schon was Feines. Und dann wartet's mal ab, meine lieben Freunde, wenn die Atomkraft kommt. Wenn es endlich soweit ist, wenn ich endlich den Reaktor hochfahren kann. Oh, Baby! Guckt euch das an! Wir haben Wolkenkratzer, Büro-Wolkenkratzer. Was steht da drauf? Mouse Mortar Press, Chirpy Tech, Snafu und was ist das? Tech-O-Mat. Ja, man kennt ihn, den Tech-O-Mat. So wie der Scholz-O-Mat. Stadelmann und Bardorf und Chirpy Tech. Was ist hier drin? Da steht nichts dran. Das ist die CIA. Ah ne, da unten steht was. Ja, Benhammer Bank. The Bank that builds futures. Genau, wer sich nicht benimmt, der macht Erfahrung mit der Benhammer Bank. Ganz wichtig, der wird dann weggebannt. Nicht schlecht. Bank the Bank, meine lieben Freunde. Bank the Bank. Genau, jetzt haben wir keine Büronachfrage mehr. Auch direkt, ist direkt befriedigt. Wir haben aber eine Nachfrage immer noch nach Gewerbe, Junge, Junge. Und dabei haben wir hier schon richtig Gas gegeben. Das ist doch mal ein Ding. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir noch mehr Gas geben, nicht wahr? Aber hier ist ja, hier geht ja auch noch was. Guck mal, hier geht auch was. Direkt hier. Dann machen wir direkt da noch Gewerbe. Schön hier die Dichte ausbauen. Nice. Es wird so ein Verkehrschaos geben, ich sag's euch. Ja, wobei der Parkplatz hat noch Platz. Also so ist es nicht. Es gibt extra Brückenpfeiler für Straßen. Ja, das ist, wenn du das baust. Aber dann macht er das automatisch. Das ist mir schon klar. Aber das geht nur, wenn du die Hochbahn, nachdem du die untere Straße gebaut hast, baust. Das haben wir auch schon gezeigt. Das geht auch übrigens bei Zügen. Haben wir auch schon gezeigt. Haben wir alles schon gezeigt. Alles schon passiert. Genau. Lass mal hier noch Straßen bauen. Wir müssen noch ein bisschen alles weiter ausbauen. Ich hätte hier auch gerne hinter der Uni, hätte ich eigentlich auch gleich gerne noch ein paar Wohngebäude noch gebaut. Das passt eigentlich ganz gut. Weil was soll man hinter der Uni auch sonst bauen? Wir müssen ja die ganzen Studenten auch unterbringen, ne? Mach mal da mittlere Zone. Und hier können wir ein bisschen noch mal eine dichtere Zone machen. Dichte Zone. Und das lassen wir noch für Büro noch frei, falls da wieder die Nachfrage steigt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Nicht schlecht. Ich verstehe nicht ganz, warum hier so wenig Kunden am Start sind. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Wahrscheinlich, weil da die Qualität der Nachfrage für die Büros nicht mehr so gegeben ist. Wa? Das ist nicht mehr so ganz so... Nicht mehr ganz so en vogue an der Stelle. Vielleicht hilft es, wenn wir einfach ein paar Büros entfernen. Also Einzelhandel meine ich. Wenn wir das vielleicht einfach mal hier wegmachen. Und vielleicht da dann lieber noch mal ein bisschen Wohngebäude noch verteilen. Ist vielleicht eine Idee. Ein bisschen mittlere Bebauungsdichte. Damit sich das vielleicht wieder ein bisschen verteilt. Ach, die Feuerwehr. Oh, die sollte ich vielleicht nicht wegmachen. Die sollten wir vielleicht mal da lassen, wa? Okay, da müssen wir mit dem Zeichentool das machen. Machen wir das mal so und machen da an der Ecke noch irgendwie was Schönes. Hier, ein Basketballplatz oder so. Guck mal, oder können wir noch was? Ein Tennisplatz? Den Tennisplatz ist zu groß. Ne, ein Basketballplatz ist schon gut. Und vielleicht noch so ein Freiluft-Fitnesspark direkt noch daneben. Guck mal, sehr schön. Das sieht so gut aus. Was ist eigentlich in diesem Freiluft-Fitnesspark alles drin? Ach so, das ist so ein Fitnesscenter für auf dem Asphalt quasi. Ja, okay. Das ist doch gut. Ist doch eine schöne Beschäftigungsstelle. Nicht schlecht. So, dann haben wir das ein bisschen ausgedünnt da.
Was Schönes, ein Finanzamt. Ah, gut, dass es gesagt wird. Ich wollte doch noch mein Rathaus erweitern. Gut, dass es gesagt wurde. Warte, wo war mein Rathaus? Hier, da können wir nämlich die Kriminalität stadtweit noch ein bisschen reduzieren. Warte mal. Und zwar erstmal speichern, indem wir da noch einen Anbau. Ich glaube, das Gerichtsgebäude hatten wir noch nicht gebaut, tatsächlich. Da gab es noch ein Gericht. Wir können da nämlich noch das jüngste Gericht noch dran bauen, tatsächlich. Warte. Stadtgericht, genau. Minus 5 Kriminalitätsrate stadtweit. Lass das mal machen. Und gleich wieder rausgehen, damit es nicht abstürzt. Genau. Jetzt müsste die Kriminalitätsrate nochmal direkt sinken. Vielleicht wirkt sich das auch wieder positiv auf die Kundschaft aus. Wenn wir uns nämlich mal angucken, wie es aussieht bei der Kriminalität. 16%. Ja, das müsste ja dann um 5% reduziert werden eigentlich. Wobei, es ist eine 5%ige Reduzierung auf die Zahl, die 16% repräsentiert. Also es muss nicht heißen, dass es jetzt deswegen auf 11% fällt. Aber wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall müsste sie jetzt absinken, die Kriminalitätsrate. Ich glaube, hier machen wir eher Büros. Im Umfeld von der Universität machen wir lieber Büros. Hier können wir noch ein bisschen Wohnfläche noch machen. Und hier dann vielleicht noch ein paar Nebenstraßen. Bauen ganz schön lange. Muss man mal sagen. Vielleicht mal ein bisschen die Beschleunigung anmachen noch. Öffis zur Uni. Das könnte man auch machen, ja. Wie sieht da eigentlich die aus? Oh, guck mal, da kommen aber schon einige hin. 323 Nasen immerhin. Von 2000. Und das ohne, dass wir da auch nur irgendwas gemacht haben. Ja gut, wir haben die Straßenanbindung natürlich ganz gut hingekriegt, ne? Man könnte natürlich da auch eine Bahnstation hinbauen, ne? Das wäre natürlich auch eine Idee. Weil ich meine, da wird ja langfristig sehr viel Verkehr anfallen. Und wir haben hier noch so viel Platz hier vorne direkt. Und Büros wollen wir ja da drumherum auch noch aufbauen. Also von daher, doof wäre das nicht, ja. Kann man ja schon mal so ein bisschen reservieren, diesen Platz. Denk an die Windrichtung von der Industrie. Naja, das bläst ja darüber direkt. Das bläst anscheinend immer in die gleiche Richtung. Und zwar immer dahin, in die Richtung. Das heißt, solange wir die Industrie hier unten lassen und nicht nach hier oben verschieben irgendwie, dann müsste das eigentlich gehen. Also Wohnung hier oben, Industrie hier unten. Wenn der Wind nicht dreht. Wenn der Wind natürlich dreht, habe ich ein Problem. Aber der scheint relativ zuverlässig immer aus derselben Richtung zu kommen. Wir können ja mal gucken. Luftverschmutzung. Ja genau, guck mal. Der bläst immer in die Richtung. Und man sieht es auch hier an der Luftverschmutzung. Die zieht hier so einen Streifen nach drüben. Und dann, ja gut, die Uni ist ein bisschen, ein kleines bisschen betroffen. Die Häuser hier schon nicht mehr. Da ist schon egal. Ja, sollte halt dann nichts hier hinbauen. Also keine Wohngebäude hier in diesem Bereich. Aber da ist eh auch die Autobahn. Das würde sich auch gar nicht lohnen. Also da hätten sie ja dann den Lärm von der Autobahn. Insofern, ja. Sieht das schon gut aus eigentlich. Sehr viel Verkehr an der Uni. Ein Schelm unser Spiel wäre. Ja, hier. Was, muss man mal die Feste feiern, wie sie fallen oder nicht? Stimmt, wir können die Uni ja auch noch weiterhin aufwerten. Und da haben wir wieder die Erfahrungspunkte erhöht. Ich bin erstaunt, dass wir jetzt noch keine weitere Büronachfrage haben. Obwohl wir ja eigentlich die Bildungsvoraussetzung ganz gut angehoben haben schon. Wir müssen mal hier noch die Straße noch ein bisschen runterziehen. Das müssen wir mal noch machen. Vom Kreisverkehr aus. So. Schön die breite Straße, weil dann können wir hier noch ein bisschen Industrie anbauen. War hier nicht die Landwirtschaft? Warte mal ganz kurz. War da nicht der Bereich für... Ja, gut, also ein bisschen noch. Ja, da können wir, glaube ich, drauf... Aber da sollten wir natürlich aufpassen, dass wir da keine Bodenverschmutzung erzeugen eigentlich, ne? Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht da doch lieber keine Industrie, sondern lieber doch dann hier warten wegen Büros. Ist, glaube ich, besser. Und dann lieber hier nochmal eine Straße. Genau, 90 Grad. Ist das überhaupt verbunden? Ja, es ist verbunden. Genau, dann ziehen wir die Straße einfach bis hier hin. So, und machen hier noch Industrie. So, so. Und so. Dann ist hier jetzt Ende mit Industrie. Also hier an der Stelle ist Ende. Ja, da treibt es die Luftverschmutzung noch ein bisschen rüber übers Feld. Aber ach, egal. Es sind ja nur Feldfrüchte. Sehe ich das richtig oder liege ich falsch? Ich vermisse Parks, Springbrunnen, Gastronomie, Theater, Kino und ein Museum.
gehört das nicht unbedingt dazu. Naja, Parks und Springbrunnen und Plätze und das ist ja alles drin. Gastronomie, Theater, Kino, das sind ja Gewerbe. Das zählt ja unter Kommerz. Das war aber schon immer so. Das war auch in den anderen Spielen immer so. Das wird ja hier irgendwo mit drin sein. Das sind ja hier Einkaufszentren und hast du nicht gesehen. Hier Textilien haben wir hier, Fahrzeuge, Nahrung, Unterhaltung gibt es bestimmt auch, Pharmazie, Entertainment-Industrie gibt es da bestimmt auch noch. Auf jeden Fall ist das ja eher Gewerbe. Das ist ja nicht das, was ich baue, also selber, sondern du baust ja immer nur Zonen. Und die Leute müssen das dann da ansiedeln. Museum, ja, okay, da kann man sich drüber streiten, aber sowas kann theoretisch als DLC noch kommen, weil die wollen ja auch DLCs bringen. Und so ein Bildungs-DLC mit, gab's ja auch im ersten Teil Campus-DLC, wo du noch ganz viele Sachen an deine Uni noch dran bauen konntest und sowas. Und du hast ja auch hier die Möglichkeit, deine Uni noch weiter auszubauen. Wir haben ja schon die technische Uni freigeschaltet, stimmt, da wollte ich auch nochmal gucken. Und ich habe es jetzt trotz der Crashes geschafft, die Anbauten noch anzubauen. Wir sehen rechts die Bibliothek für die Universität. Den Erweiterungskomplex für die Kapazität habe ich auch schon aufgebaut jetzt. Und wir sehen auch links den Universitätscampus-Park. Habe ich alles aufgebaut jetzt schon, damit die Universität auch mit voller Leistung läuft. Genau, und wir haben hier jetzt auch unsere Ölproduktion nochmal richtig hochgefahren. Ich habe nämlich hier diese Zone ja auch für die Ölproduktion noch reserviert. Und wir sehen, hier werden auch regelmäßig neue Ölbohrlöcher gebohrt mit dem Sprengloch-Bohrer, der hier rumfährt. Und wir können ja mal gucken, wie sieht es denn jetzt bilanztechnisch so aus? Moment, nee, Bilanz wollte ich angucken. Genau, wir machen jetzt 467.000 plus, meine lieben Freunde. Und eine Produktion, eine Überproduktion haben wir bei Öl von 188 Tonnen. Ja, da muss man ja auch irgendwie im Plus sein. Denkt mal an Saudi-Arabien, ja. Steckst einen Finger in den Boden, sprudelt das Öl raus und hast Geld ohne Ende und kannst dir alles mögliche sinnlose Zeug kaufen. Und Kohle exportieren wir aber auch noch darüber hinaus. Also ich bin der Freund eines jeden fossilen Brennstoffgegners. Grüße gehen raus an alle, die sich immer festkleben. Kann ich nur sagen, läuft hier an der Stelle, meine lieben Freunde. Läuft wie geschmiert. Genau, auch hier Arbeitskräftemangel, ich glaube, oder nee, Moment, hohe Miete haben wir hier. Was sagt er? Der Mieter dieses Gebäudes hat Schwierigkeiten, das nötige Geld aufzubringen. Eine höhere Zonendichte oder eine andere Zuweisung. Ja, das ist auch so ein Punkt bei meiner Stadt momentan. Ich mach mal kurz Pause. Wir sehen, dass die Nachfrage explodiert. Also, die Stadt ist anscheinend so toll, dass jeder darin wohnen möchte und jeder sich da ansiedeln möchte. Und das, obwohl wir sogar ein Kriminalitätsproblem haben. Wenn wir hier mal kurz gucken bei Zufriedenheit, dann sehen wir, Kriminalität und Lärm sind die zwei Problempunkte. Und ja, das müssen wir mal angehen jetzt tatsächlich. Das ist jetzt mal so ein Punkt, wo wir mal was tun müssen. Und zwar baue ich jetzt hier nochmal kleinere Polizeiwachen auf. Und zwar bauen wir die mal hier vor allem beim Industriegebiet auf, weil da haben wir die höchste Kriminalitätsbelastung. Wir haben ja jetzt auch das Geld dafür. Hier muss ich jetzt nicht irgendwie aufpassen, dass ich was zerstöre. Nee, genau, das ist direkt gegenüber von der Müllkippe. Schöner Platz für eine Polizeiwache definitiv. Bauen wir da mal eine hin. Und hier hinten, da ist auch noch eine relativ hohe Kriminalitätsbelastung. Da müssen wir mal auch noch eine bauen. Da ist jetzt die Frage, bauen wir die hier mit rein? Ich muss mir nochmal die Map angucken tatsächlich, damit ich nochmal weiß, wo jetzt genau die hohe Belastung ist. Oio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 
ja, etwas, wo Uni-Mitarbeiter oder, wie sagt man, Leute mit Universitätsausbildung arbeiten, weil es sind ja vor allem Tech-Firmen und irgendwelche Kanzleien, die sich da, ja, einordnen sozusagen, und dann können sie die Leute gleich direkt von der Uni, wenn die aus dem Lehrstuhl rausfallen oder aus dem Hörsaal, sagen wir es so, können sie die gleich ins Büro stecken, ja. Also die werden dann gleich direkt hier vorne am Eingang, werden sie gleich weggefangen, da sind dann so Fallen ausgelegt, so Schlingen und hast du nicht gesehen, und jeder, der ein Diplom hat, wird dann gleich reingezogen ins Büro und sitzt dann da gleich, hervorragend. Ja, so muss das nämlich funktionieren. Wie war das vom Kreissaal in den Hörsaal, in den Konferenzsaal? Quasi, so machen wir das. Das ist hier die Evolution in meiner Stadt. So sieht's aus, genau. Was wir auch noch ein bisschen noch schauen müssen, ist, dass wir hier noch ein bisschen die öffentlichen Verkehrsmittel dann noch ausbauen. Aber das machen wir erst, wenn wir hier die Viertel noch ein bisschen erweitert haben. Weil wir können ja auch hier uns noch ein bisschen ausbreiten. Da ist ja noch ganz viel Fläche, wo wir Wohngebäude und sowas aufbauen können. Da ist ja auch gerade eine Nachfrage am Start, die ihresgleichen sucht hier, meine lieben Freunde. Hier haben wir eine breite Straße, das ist vielleicht noch eine ganz gute Idee, wenn wir neben der Uni hier so, wenn wir hier so einen Streifen mit einer ganz großen breiten Straße machen, eine siebenspurige wäre vielleicht mal noch eine Idee. Die machen natürlich viel Krach, diese siebenspurigen Straßen, aber wenn man sie dann einmal hat, dann hat man sie, ne? So, da machen wir mal hier eine 90 Grad siebenspurige Straße direkt neben die Uni, und dann können wir das auch gleich hier nebenan mit reinziehen. Macht das mal auf 180 Grad, genau so. Ich glaube, das ist schon nicht so verkehrt, ja. Und dann wurde auch noch richtig gesagt, den Hinweis habe ich heute noch im Live-Chat bekommen, wenn man jetzt ein Straßenproblem hat, dann kann man theoretisch auch eine Straße über eine Straße bauen. Und das geht genauso, wie wir das hier drüben schon gemacht haben, mit der Hochbahn. Das ist nämlich hier der coole Trick gewesen, dass wir die Bahn einfach drüber gebaut haben, über die Straße, die schon existiert. Und genauso kann man das mit den Straßen wohl auch machen, dass man eine Straße über eine Straße drüber baut mit zu Stelzen. Und das macht er dann auch automatisch tatsächlich. So, hier müssen wir die Straße in die Straße noch reinziehen, genau, das ist ganz wichtig. Und hier müssen wir die Straße jetzt auch noch reinziehen, definitiv. Zieht euch das mal rein. Das machen wir jetzt hier. Immer schön reinziehen alles. Sehr schön. Und zur Not kann man natürlich auch mal mit Einbahnstraßen auch arbeiten. Das ist auch keine so schlechte Idee. Und Kreisverkehre natürlich dann auch noch. Hier die Straße ziehen wir mal auch noch rein. Können wir dann auch gleich die Industrie auch noch mal erweitern. Haben wir noch mal Bürotürme jetzt gekriegt? Hier kriegen wir noch mal Bürotürme, wie es aussieht. Ulmenstraße. Sehr schön. Bringt Lärmschutz nichts bei den Straßen. Es gibt Lärmschutzwände, ja, aber nur für Autobahnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also hier sagt er mir Schallschutzmauer von Schnellstraßen halt, ne? Ich weiß gar nicht, kann ich das... Das ist ein Upgrade. Okay, nee, das kann ich nur tatsächlich an der... Hier kann ich das machen, an der Autobahn. Aber ich kann das nicht an den Straßen machen, wie es aussieht. Das fällt also aus. Also ja, man müsste dann vielleicht eine Autobahn bauen auf einer Stütze quasi und müsste dann Lärmschutzwände an diese auf Stützen befindliche Autobahn dran bauen. Dann könnte man da vielleicht was machen. Und an dieser Stelle endet diese Folge City Skylines 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind, oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu City Skylines 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen, da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!